So, nach verschiedenen Geschwindigkeitstests mit dem Tesla Model 3, nämlich Hypermiling haben wir getestet, nach Spanien sind wir gefahren, Tempo 120 haben wir getestet, Tempo 150 haben wir getestet, Tempo 180 haben wir getestet, allerdings mit Regen in der Fahrt, und so schnell wie es geht haben wir getestet, um auch die Leistungsbegrenzung auszutesten, werden wir jetzt noch den Test nachschieben, der noch fehlt, nämlich Tempo 200. Erstens, Durchschnittsverbrauch bei Tempo 200 ist interessant, und zweitens, werden wir eine Leistungsbegrenzung erleben oder kann das Model 3 200 km/h durchfahren? Wir fahren auf die A9 und werden es ausprobieren, mal sehen, wie schnell wir oder wie lange wir diese Geschwindigkeiten durchfahren können. Jetzt geht es erstmal gegen die Sonne. LKW lassen wir liegen, sind auf der Autobahn und erstmal eine Lücke finden. Und los geht's, würde ich sagen. So, jetzt gerade haben wir hier eine kleine Tempobegrenzung, aber ansonsten sind wir bisher ganz gut durchgekommen auf den letzten 27 Kilometern. Gab es fast freie Fahrt komplett. Wir hatten auch Autos vor uns, die genauso schnell gefahren sind. Das macht es ein bisschen einfacher. Und Durchschnittsverbrauch lag ungefähr bei 33 Kilowattstunden auf 100 Kilometer oder entsprechend Tesla-Anzeige, wenn man sich so anzeigen lässt, 330 Wattstunden pro Kilometer. Und Wetter passt auch. Ich würde mal sagen, wir probieren es noch eine Runde. Wir haben gedreht, um zurückzufahren. Akkustand jetzt 34%. Durchschnittsverbrauch, es war gerade wieder noch mal ein Tempolimit, ist er auf 350 runtergegangen. Ich denke aber, dass wir im Bereich 380 liegen, wenn wir mit 200 durchfahren können. Nochmal 4 Kilometer Tempolimit und dann gucken wir mal, ob wir ihn doch in den kritischen Bereich kriegen. Bisher war 200 km/h fahren kein Problem, bisher kein Autobahngate, alles in Ordnung. Oder ist schon frei, dann können wir direkt drauf drehen. So, die Testfahrt neigt sich dem Ende entgegen. 32% Akkustand. Durchschnittsverbrauch. Wir hatten jetzt zuletzt noch ein bisschen tempolimitierten Bereich, 35 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Zwischendurch waren höhere Werte. Ich denke, wenn man die langsamen Stücke weglässt, wird man irgendwo bei 380, also sprich 38 Kilowattstunden auf 100 Kilometer rauskommen. So, wir sind jetzt 136 Kilometer unterwegs seit dem Reset, sind bei ungefähr 95% Akkustand reingegangen. Sind jetzt bei 28% Akkustand. Bisher war 200 km/h kein Problem. Jetzt ist nochmal Feuer frei. Linke Spur ist gerade frei. Wir geben Vollstrom. Es geht leicht bergauf. Model 3 hängt willig am Strompedal. Und ziehen wir noch einmal voll durch. Wir sind jetzt noch nicht ganz im Bereich des leeren Akkus. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen, weil ich habe ja noch was anderes zu tun, außer den ganzen Tag Videos zu drehen. Das, was Ihnen bei unserem Autobahngate-Video das Genick gebrochen hat, sage ich mal vorsichtig, weil es waren ja zwei kurze Situationen auf anderthalb Stunden unvernünftigst mögliche Fahrweise, waren halt die ständigen Kickdowns. Da war mehr los, so wie jetzt, vorausfahrender Verkehr. Von 200 runter auf Tempo 90 oder jetzt auch auf 130 und dann wieder Vollstrom, immer aufs Bodenblech. Und bei freier Fahrt 200 kommt dieser Effekt nicht zum Tragen. Er kriegt zwar dauerhaft sehr viel Last, aber kann mit dem Strom bei 200 km/h offenbar das ganz gut umsetzen. Das war unser Video zum Test 200 km/h durchgehend auf der Autobahn.
Model 3 hat bestanden. Ich fahre hier runter von der Autobahn mit einem Viertel Ladestand noch auf dem Akku. Und ich hoffe, es war interessant, wieder Einblicke ins Innenleben und ins Fahrverhalten des Tesla Model 3 euch geben zu können. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und seid wieder dabei beim nächsten Video zum Tesla Model 3 oder anderen spannenden Testvideos von Nextmove. Ciao. Abstand muss sein. Mikro war weg. Machen wir gleich nochmal mit Mikro. Und ab die Post. Oh, der ist schon frei, dann können wir direkt drauf drehen. Nichts 4 Kilometer. Wochenendbeschilderung.